Hi ho und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Der Solist. Heute mit einem wieder etwas kleineren Spiel. Und ich hatte es ja schon angekündigt, heute wird es etwas heißer als beim letzten Mal, wo wir ja auf dem Mars unterwegs waren und versucht haben, die Temperatur nach oben zu treiben. Heute geht es in den Dschungel. Und zwar mit Percy Fawcetts verlorener Expedition auf der Suche nach Eldorado. Ja, tatsächlich wieder ein Spiel mit Eldorado. Gab ja auch gerade das Spiel von Rainer Knizia. Der Wettlauf nach Eldorado. Jetzt hier ein ganz anderer Ansatz. Das Spiel von Per Sylvester ist meines Erachtens eine kleine Perle im kooperativen Bereich. Klein ist es tatsächlich, denn es ist tatsächlich keine große Schachtel oder so, sondern wirklich sehr übersichtlich. Und was mir besonders gut gefällt, ist hier das Artwork des Spiels. Ich halte das hier mal in die Kamera hinter mir. Da sieht man schon, das erinnert mich zumindest total an Tim und Struppi und ist genau irgendwie so der Style von Spiel, das mich total anspricht. Und ich glaube, es gibt auch keinen, der dem das nicht gefällt und ist wirklich, wirklich, wirklich eine kleine Perle. Ja, vielleicht schon mal vorab die Rahmendaten. 1 bis 5 Spieler können mitspielen, deswegen habe ich es natürlich heute auch auf dem Tisch. Es gibt eine schöne Solo-Variante es dauert zwischen 30 und 50 Minuten und ist ab 14 Jahre. Erschienen ist das Ganze bei Osprey Games. Gibt es aber auch hier in Deutschland, eben nur in Englisch, was insofern nicht so schlimm ist. Es ist nur die Anleitung in Englisch und ich glaube, die ist recht selbsterklärend. Die Schachtel, Osprey Games macht auch relativ hochwertige Spiele, muss ich dazu sagen. Ich glaube, die sind alle relativ hochwertig produziert, soweit ich das beurteilen kann. Schachtel öffnet sich wie ein Buch. Dann haben wir hier die Anleitung drin. Die kenne ich natürlich schon. Hier haben wir die Begegnungskarten, glaube ich, heißen sie. Hier haben wir die anderen Karten und hier eben die Token, Meeple und noch mehr Token. So, jetzt packe ich das alles mal aus, machen wir auch gleich so ein kleines Unboxing-Video. Die Schachtel, die tue ich mal zur Seite. Legen einfach so die Spielerhilfe, die lege ich mir auch mal zur Seite. So, was haben wir jetzt hier alles drin? Ich erkläre auch ganz kurz, wie es so funktioniert. Weil es gab so ein paar Anmerkungen, hey, schade, dass du nicht auch kurz erklärst, wie die Spiele funktionieren. Bei dem ist es tatsächlich so schnell erklärt, dass es aus meiner Sicht Sinn macht, hier nochmal so 2, 3 Worte dazu zu verlieren. Also, Ziel des Ganzen ist es, nach Eldorado zu kommen. Eldorado ist die Karte Nummer 9. Hier sieht man das, die Karten haben eben diese Nummern drauf und ist eben logischerweise eine Stadt. Das ist also unser Zielort und nun werden die Karten 1 bis 8 eben davor ausgelegt. Eigentlich ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge man die Karten legt, aber natürlich hat man sich Gedanken gemacht, dass es besonders schön aussehen soll und dementsprechend gibt es, nee, nicht die 1, sondern wir fangen von hinten an, sondern dementsprechend gibt es einen richtigen Dschungel, einen richtigen Weg, den man zurücklegen muss. Und ja, dieser Weg wird kein leichter sein, hat mal jemand gesagt. Und der wird zwar nicht steinig, sondern sumpfig und heiß. Denn es sind zwar nur wenige Schritte, die wir machen müssen mit unserer Spielfigur, aber die sind hart erkämpft und wir werden auf dem Weg dorthin viele, viele Gefahren bewältigen müssen, die uns davon abhalten, nach Eldorado zu kommen. So, das ist also der Weg, den wir zurücklegen müssen. Hier ist unser Zielort, hier ist unser Anfang. Wir haben zusätzlich hier einen dicken, dicken Stapel mit, ich weiß gar nicht, wie sie offiziell heißen, wahrscheinlich sowas wie Begegnungs- oder Abenteuerkarten, genau, Abenteuerkarten heißen sie. Und die Abenteuerkarten zeigen eben verschiedene Symbole. Immer wenn die Symbole weiß oder nicht ausgefüllt sind, dann muss man diese entsprechende Ressource abgeben. Sind sie ausgefüllt, dann muss man, bekommt man die entsprechende Ressource. Nun gibt es unterschiedlichste Boxen. Hier ist vielleicht ganz gut, hier kann man es direkt mal sehen nebeneinander. Es gibt nämlich gelbe, blaue und rote. Der Sinn dahinter ist eigentlich ganz einfach. Bei den gelben Kästchen habe ich keine Wahl. Die gelben Kästen muss ich erfüllen. Das heißt, in dem Fall hier, ich treffe auf einen vergifteten Frosch, muss ich einen Lebenspunkt abgeben, darf aber die nächste Karte überspringen. Die darunter befindliche blaue Box wiederum, die zeigt nur an eine Möglichkeit, die ich habe. Denn wenn ich einen Kompass abgebe, also eine Kompasskarte zum Beispiel, die ich im Zug vorher erhalten habe oder in einem vorherigen Zug erhalten habe, dann kann ich ein Blatt bekommen. Und dieses Blatt wiederum, also die Karte nehme ich dann eben in meinen Arbeitsbereich sozusagen hier vor mir. Und dieses Blatt kann ich eben in einer späteren Phase abgeben. Nämlich zum Beispiel bei solch einer Karte. Hier unten sieht man das.
Hier ist auch so ein Blatt drauf. Und wenn ich jetzt hier stehen habe, gebe ein Blatt ab und bekomme 2 Nahrungstoken und ich habe hier ein Blatt liegen, dann mache ich das natürlich liebend gern. Dann gebe ich eben die Karte entsprechend ab und bekomme 2 Token. Alternativ könnte ich auch einen Kompass abgeben und einen Schritt vorwärts laufen, das ist immer dieses Symbol, oder einen Kompass abgeben und auch 2 Nahrung bekommen. Aber da ist es immer ein entweder das oder das oder das oder das. Das heißt also, hier kann ich mir nicht aussuchen, was ich tue. Das ist übrigens eine der coolsten und besten Karten, glaube ich, die es so gibt im Spiel, weil einen Lebenspunkt gibt es eh immer. Wie funktioniert das mit den Lebenspunkten und überhaupt, wie funktioniert der ganze Spielablauf dann im Endeffekt? Da sage ich vielleicht gleich nochmal was dazu, weil es in der Solo-Variante ein bisschen anders ist, aber nicht viel, nicht viel. Wir wählen uns 3 Abenteurer aus, mit denen wir die Abenteuer bestehen müssen. Und man sieht schon, jeder dieser Abenteurer hat hier oben so ein Symbol aufgedruckt. Das heißt, die haben schon mal so eine grundsätzliche Spezialfähigkeit. Ich kann also beispielsweise von Ines einen Lebenspunkt abgeben, wenn ich ein Blattsymbol brauche. Ich kann auch von allen anderen Lebenspunkte abgeben, da müssen es aber eben 2 sein. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel keinen Forscher mehr habe mit einem Blattsymbol, weil Ines vielleicht auf dem Weg von uns gegangen ist, dann könnte auch Teddy, obwohl er hier oben ein Zeltsymbol hat, das heißt, er ist Zelt- oder Unterschlupf-Spezialist sozusagen, könnte auch Teddy einen Lebenspunkt abgeben. Allerdings muss er 2 abgeben, wenn wir beispielsweise dann ein Blatt brauchen. Und so arbeite ich mich eigentlich durch den Dschungel, indem ich Lebenspunkte abgebe, Nahrung abgebe, versuche, sage ich mal, die Spezialfähigkeiten meiner Menschen zu benutzen, etc. So wähle ich jetzt einfach mal 3 aus. Welche das sind, ist eigentlich auch ehrlich gesagt völlig egal. Man kann wir können ja mal eine reine Frauengruppe machen, finde ich mal ganz witzig. Sonst überwiegen ja immer die Männer in der Brettspielwelt. Heute machen wir hier mal eine reine Frauengruppe auf. Also wir haben Isabelle, wir haben Bessie und wir haben Ines. Die Fähigkeiten sind komplett identisch. Nun wähle ich eine Spielfigur. Hier sind mehrere Spielfiguren drin, weil es nämlich auch noch neben der kooperativen und der Solo-Variante eine kompetitive Variante gibt. Also eine Variante, bei der man eben gegeneinander spielt. Ich nehme natürlich den gelben Mann. Erstens sieht man den besser hier drauf. Und außerdem mag ich gelbe Figuren sowieso, wie jeder weiß. Dann haben wir hier noch unsere Token. Davon bekommen wir jetzt gleich Lebenstoken, bekommen wir auf die Figuren. Wir bekommen in den allgemeinen Bereich Essen und wir bekommen Munition. Ich suche das hier schon mal raus, sortiere das jetzt nicht groß auseinander. So. Ich muss gleich nochmal gucken, wie viel jeder bekommt. Es gibt quasi so ein Setup für jeden Abenteurer und für jedes Szenario oder Schwierigkeit. Beim Solo-Modus gibt es genau eine Vorgabe. Nun unterteilt sich das Ganze in dem Spielzug morgens und abends. Und in jedem dieser Spielzüge, morgens und abends, das sind quasi unsere Wegstrecken, die wir zurücklegen, bis wir wieder rasten, muss ich entsprechende Abenteuer bestehen. Beispielsweise hatten wir ja eben schon hier diesen Frosch. Grundsätzlich läuft das bei einem Mehrpersonenspiel so, dass wir Karten auf die Hand bekommen, beispielsweise im Zwei-Personen-Spiel sind es 6 an der Zahl und jeder muss 3 ausspielen davon. Die ausgespielten Karten werden dann eben nach der Nummer hier unten sortiert, also jede Karte hat eine spezifische Nummer, die vorgibt, wo sie zu liegen hat und dann werden die im Grunde von vorne nach hinten abgearbeitet. Und man muss so ein bisschen schauen, was hat der vor mir ausgespielt und muss ein bisschen aufpassen, dass man zum Beispiel nicht die Karte, die man gerade besonders vorteilhaft erachtet, überspringt beispielsweise oder wegschmeißen muss, weil es die letzte Karte ist. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht nochmal ganz kurz die unterschiedlichen Symbole. Das Hühnerbeinchen ist immer das Essen, Zelten ist Zelten, Kompass ist Kompass, das sind die Spezialfähigkeiten, wie eben schon gesagt. Das Kreuz ist immer der Lebenspunkt. Dann haben wir hier noch so eine Karte abgebildet mit einem Minus. Da würde dann immer die letzte Karte aus der Reihe weggenommen werden. Dann haben wir hier Munition, da gebe ich natürlich so ein Munitionsding ab. Und das war's eigentlich schon. Hier haben wir noch dasselbe mit Plus. Da ziehe ich eine Karte und lege sie unabhängig von der Nummer einfach ans Ende der Reihe an. Die muss ich eben zusätzlich bearbeiten. Ja, im Solo-Spiel funktioniert das Ganze ein ganz bisschen anders. Und zwar ist es da so, dass ich auch vom Stapel Karten ziehe. Das heißt, ich bekomme zwar Karten auf die Hand,
aber diese Karten spiele ich nicht nacheinander einfach irgendwie aus, sondern ich spiele eine Karte aus, decke eine Karte auf, die werden wiederum sortiert nach der Reihenfolge, wie eben schon beschrieben, also nach den entsprechenden Nummern hier unten, und lege die dann eben oben aus und arbeite sie dann halt auch eben morgens bzw. nachmittags entsprechend ab auf meinem Weg nach Eldorado. Der Abend gestaltet sich dann nochmal, oder der Nachmittag ist es ja eher ein bisschen anders bei dem Solospiel. Da ist es so, dass ich dann Karten auf der Hand habe, eben noch drei Stück für den Abend oder den Nachmittag, und dann entscheiden kann, spiele ich als erstes eine Karte von der Hand oder decke ich eine auf. Sobald die erste Karte liegt, kann ich wieder entscheiden, decke ich eine auf oder spiele ich sie von der Hand. Wichtig ist, ich muss natürlich alle Handkarten los sein. Das heißt, ich spiele alle Karten raus, die ich habe, sodass am Ende auch wieder sechs da liegen. Ich kann nur die Reihenfolge, wie ich sie spiele und wohin ich sie lege, bestimmen. Das heißt, in dem Fall würde ich jetzt entscheiden können, lege ich die 31 vor oder hinter die 19. Weil hier eben nicht sortiert wird nach der Höhe der Karte, sondern entsprechend einfach die Karten so hingelegt werden können, wie es einem am besten passt. Und das hat einen großen Vorteil, ich kann so ein bisschen besser taktieren, und weil ich ja eben keine Interaktion habe mit meinem Gegenüber, kann ich hier ein bisschen besser steuern, was so am Nachmittag oder am Morgen, am Nachmittag passiert. Jeweils nach Abschluss der Runde, also wenn ich es geschafft habe, eben durch den Morgen oder den Nachmittag zu kommen, muss ich ein Essen abgeben. Klar, mittags und abends will man was essen, morgens essen die scheinbar nichts. Oder vielleicht soll das auch der Morning Snack sein, ich weiß es nicht. Irgendwie fehlt ja mir eine Mahlzeit, aber die essen halt nur zweimal, die haben ja auch nicht so viel und wollen ja lieber nach Eldorado kommen. Das Spiel ist, gelinde gesagt, sauschwer, zumindest in der Ausbaustufe mit 9 Karten. Ansonsten kann man es auch noch ein bisschen einfacher spielen, dann spielt man eben nur 7 Karten, da ist es schon durchaus schaffbar, aber mit 9 Karten ist es wirklich sauschwer. Denn das Problem ist, jede dieser Karten ist irgendwie schlecht. Also die erscheinen dann immer erstmal so gut und dann denkt man, ah, da mache ich das. Und dann merkt man aber, wenn ich jetzt hier die Munition abgebe beispielsweise, dann habe ich ja für die nächste Karte keine Munition mehr und kriege da nicht noch das Essen oder nicht den Schritt vorwärts, den ich unbedingt haben wollte. So, also fällt das schon mal weg. Also müsste ich 2 Lebenspunkte abgeben, wenn ich auf die Anaconda treffe. Auch das will ich ja nicht unbedingt, denn 2 Lebenspunkte sind eine ganze Menge, wenn ich, wie ich glaube, nur 9 insgesamt habe. So arbeitet man sich eigentlich durch das Szenario so durch und muss immer wieder Entscheidungen, unangenehme Entscheidungen treffen, welche Sachen ich abgebe und welche ich behalte. So, jetzt schaue ich gerade nochmal. Genau, ich habe 3 Lebenstoken für jeden Expeditionsteilnehmer. Lege 9 Karten aus in der Solo-Variante. Ich stelle den natürlich hier auf die erste Karte. Und ich kriege 3 Munition und 3 Essen. Und das ist wirklich, wirklich wenig. Das heißt also, ihr könnt davon ausgehen, dass ich, wie in all meinen Solo-Spielen, wo man irgendwas schaffen muss bisher, ja, dass ich es nicht schaffe. Alles andere wäre überraschend. Von daher, bitte nicht ärgern lassen von mir. Das ist tatsächlich keine Absicht, sondern ich schaffe es tatsächlich nicht. So, wir probieren das jetzt mal. Ich lege jetzt mal los mit dem Spiel. Ich teile mir also jetzt insgesamt 6 Karten aus. 2, 3, 4, 5, 6 und leg mal den Nachziehstapel hier an die Seite. Da sieht man auch oben noch ein Bild. Und schau mir jetzt erstmal meine Karten an, was ich denn hier auf der Hand habe und welche Nummern das so sind. Ich kann eigentlich schon mal die ersten beiden ziehen. Die werden ja hingelegt. Wunderbar. Ich treffe auf ein Krokodil. Das ist gar nicht so schlecht, denn das Krokodil bringt immerhin Nahrung. Und danach muss ich mich mit einer giftigen Spinne herumschlagen. Das ist schon mal schlecht. Das ist deshalb schlecht, weil hier 2 Karten getauscht werden müssen, wenn es eintritt. Und ich muss mir aussuchen, entweder gibt Bessie einen Lebenspunkt ab, weil sie die Zeltexpertin ist, oder irgendeiner stirbt. Das wollen wir natürlich gerade zu Beginn überhaupt gar nicht. Jetzt schauen wir nochmal. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, darauf jetzt zu interagieren. Und ich fange einfach mal an. Wobei, das sieht hier alles schon wieder echt übel aus. Schauen wir mal. Also, los geht's. Ich schalte wieder eine Stufe schneller, fange jetzt mal an zu spielen und hinterher zeige ich euch nochmal, wie sich Solo angefühlt hat. So, was wollen wir davor spielen? Da gibt es Essen.
die würde da vorkommen. So, kurzer Break vielleicht mal hier. Ich habe jetzt die erste Auslage gemacht. Ich habe sie in der ersten Runde, wir sind am Morgen unterwegs, wie man hier sieht. Ich habe sie hier ausgelegt entsprechend von 11, 18, 21, 25, 26, 27. Auch super, dass man gerade so hintereinander die Karten zieht. Das heißt, ich finde zuerst einen alten Pfad, dann mache ich große Fortschritte, begegne einem Skorpion, einem Krokodil, es fängt heftig an zu regnen und ich werde noch von der Spinne gebissen. Also läuft echt super auf unserer Expedition. Und jetzt werde ich anfangen, das von vorne nach hinten abzuarbeiten. So, das Interessante ist jetzt, dass ich hier so ein paar Karten habe, die mir ein paar interessante Sachen ermöglichen. Insbesondere hier die Tausch- und Überspringfunktion sind natürlich interessant. Deswegen nutze ich hier bei der Möglichkeit, hier muss ich mich ja entscheiden, zwischen entweder nach vorwärts laufen und noch eine Karte anlegen oder ich bekomme Blatt und Zelt. Ich will natürlich vorwärts kommen, deswegen laufe ich vorwärts einen Schritt und lege eine neue Karte hinten an. So, die Karte ist damit abgearbeitet und kommt zur Seite. Dann kommen wir zur nächsten. Jetzt kann ich mich entscheiden, gehe ich weiter vorwärts. Jetzt kann ich nochmal gucken, was habe ich denn so alles. Bei der Karte ist es jetzt so, ich kann entweder vorwärts laufen, Nahrung kommen oder einen Lebenspunkt kommen. Ich weiß schon, dass ich gleich einen Lebenspunkt bei Bessie abgeben muss, weil sie entsprechend diese Skorpion-Sache machen muss. Die will ich auch ganz gerne machen, weil ich dadurch zwei Karten tauschen kann und gerne die etwas früher haben will, damit ich die beiden eben loswerden kann, indem ich Essen abgebe. So fängt man eben an und baut solche Kettensachen auf, damit man hier möglichst gut unterwegs ist. Das heißt, ich werde mich hier dafür entscheiden, da ich ja gleich nochmal Essen bekomme, den Lebenspunkt zu nehmen und den gebe ich an Bessie, weil die wird gleich einen abgeben müssen. So, die hat jetzt also noch 4. Die Karte lege ich ab. Ich hoffe, ich habe es auch richtig gemacht, lieber Peer. Ich war mir nicht ganz sicher, da steht, man bekommt 3. Normalerweise können die maximal 4 Lebenspunkte auf ihrem Tableau ansammeln. So, dann kommt das nächste. Ich müsste jetzt hier ein Zelt abgeben. Ich habe keine Zeltkarte gesammelt, also muss Bessie einen Lebenspunkt abgeben. Es wird eine weitere Karte angelegt. Das kann gut und kann schlecht sein. Die wird einfach hinten angelegt. So, die ist so mittel, würde ich sagen. Aber ich darf auch 2 Karten tauschen. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel diese mit dieser vertauschen. Die brauche ich nämlich eigentlich erst am Ende. Andererseits will ich auch gerne 2 Karten loswerden. Und deswegen tausche ich mal... Ja, welche tausche ich denn jetzt? Das ist nämlich gar nicht so einfach, die Entscheidung. Weil hier habe ich nochmal eine Tauschoption gleich. Das heißt, ich tausche mal die nach da, dann liegt die da. Und ich will aber, dass die weiter vorne ist. Deswegen tausche ich jetzt diese... zweimal aus. Da kann ich nämlich auch nochmal 2 Schritte machen. Das kann ich mir dann auch nochmal überlegen. So. Das hätten wir jetzt gemacht. Jetzt geht es weiter mit der Karte. Ich gebe einen ab und bekomme, also ich erlege einen Alligator, kann man sagen. Ich habe hier wieder mehr Essen. Das ist gut. Denn... ich rutsche das mal so ein bisschen runter, damit man es besser sieht mit der hinteren Kamera. Hier muss ich jetzt eben, ich habe es eben schon gesagt, nochmal etwas abgeben. Nämlich nochmal Bessie einen Lebenspunkt und ein Essen. Dafür darf ich jetzt was vertauschen und überspringe die nächste Karte. Das will ich gar nicht unbedingt so haben, ehrlich gesagt, weil, na gut, dann ist es so. Dann fällt die Option weg. Da habe ich jetzt zum Beispiel nicht aufgepasst. Dann tausche ich eben die beiden. Da wird ja auch nochmal eine Karte angelegt. Und überspringe dann entsprechend diese hier. Das heißt, die kommt auch einfach zur Seite. Jetzt sind noch die beiden übrig. Jetzt wird eine Karte, ich finde einen verlassenen Außenposten. Jetzt wird tatsächlich noch eine Karte hinten angelegt. Also ich habe es heute mit dem Anlegen. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich 2 Munition wähle. Oder ein Lebenspunkt, ein Zelt. Und da Bessie schon ein bisschen gelitten hat, wähle ich den Lebenspunkt
und das Zelt. Die Karte kommt entsprechend hier in meinen Bereich. Und dieses Zelt-Symbol kann ich eben dann einsetzen, zum Beispiel bei der nächsten. So, jetzt kommen wir an die Tauschsache wieder ran. Jetzt ist es so, es liegen ja gar keine zwei Karten mehr hinter der Karte, die ich tauschen könnte. Also entfällt diese Möglichkeit einfach. Weil sonst würde ich auch die ganze Zeit die beiden jetzt im Kreis tauschen. Das macht auch keinen Sinn. Und der Zufall will es, dass ich gerade diese Zeltkarte genommen habe und kann jetzt diese damit quasi ablegen und ihn so heilen. So, tauschen kann ich nichts mehr. Jetzt kann ich mich entscheiden, gebe ich Munition ab, Essen, Gesundheit oder eben ein Zelt. Ein Zelt wäre gleichbedeutend mit Gesundheit bei Bessie. Ich gebe mal eine Munition ab. Weiß noch nicht, ob das schlau war, aber ich tue es einfach mal. So, und damit habe ich den ersten überwunden. Jetzt geht es weiter mit dem Abend. Moment, ich drehe das um. Mich erinnert daran, ich muss noch ein Essen abgeben und jetzt muss ich weitermachen. Und jetzt geben wir wieder ein bisschen Gas und ich melde mich das nächste Mal dann erst, wenn ich es übrig habe. Anlegen könnte, aber da Bessie jetzt nur noch einen Lebenspunkt hat, die beiden anderen Abenteurerinnen leider auf dem Weg, der war sehr zehrend dieses Mal durch diese tiefe Schlucht und hier über die Hochebene, leider verstorben sind im Dschungel, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, die Solo-Variante ist noch ein bisschen knackiger als die andere, weil es eben ja keine Kommunikation gibt zwischen den Spielern und, sag ich mal, die Anzahl der Karten ja auch so ein bisschen natürlich manchmal sehr schlecht ausfallen kann für einen. Also ich habe das Beste versucht rauszuholen. Ich bin 1, 2, 3, 4, 5 Schritte weit gekommen. 6, 7, 8, 3 haben eben noch gefehlt. Ja, ich habe gedacht, ich schaff's, aber vielleicht hätte ich an der einen oder anderen Stelle eben nicht so schnell vorwärts laufen sollen. Das ist meistens der Fehler, den man macht. Man denkt dann, ah komm, wir gehen den Schritt vorwärts. Und ja, das hat mich schlussendlich relativ viele Gesundheitspunkte gekostet und schlussendlich auch dafür gesorgt, dass ich eben nicht durchgekommen bin, sondern im Grunde alle drei Abenteurerinnen auf dem Weg verstorben sind. Sehr schade, ich hätte es gern mal geschafft. Ich werde es aber, denke ich, jetzt gerade, wo ich sie liegen habe, jetzt nochmal spielen, weil ich will das endlich mal schaffen, dieses Spiel. Ich habe es schon einmal geschafft, beim allerersten Mal, als ich es gespielt habe. Ja, jetzt leider nicht in der Solo-Variante, aber Solo muss es ja auch schaffbar sein. Theoretisch könnte ich natürlich jetzt ein, zwei Karten weglassen, um es eben entsprechend einfacher zu machen. Aber in der Vorgabe der Solo-Variante steht drin, nein, wir spielen mit allen 9 Karten und genau das tue ich natürlich dann auch. Ja, sehr schönes Spiel. Ich kann es wirklich allen nur wärmstens empfehlen. Ganz interessant dabei auch, hatte ich auch im Blog schon mal kurz geschrieben, das Spiel wird demnächst in einer Judge Dredd Variante erscheinen. Da bin ich auch mal gespannt drauf, denn das Spielprinzip ist, so wie es ist, super universell einsetzbar. Man könnte sich hier alle möglichen Welten drüber legen, von irgendwelchen Space-Geschichten, vielleicht sogar im Star Wars-Universum, Star Trek-Universum, von hier nach da zu kommen, auf dem Weg irgendwelche Aliens etc. zu begegnen. Also das System an sich ist super variabel, was das Thema angeht. Ich mag das Thema sehr. Wie gesagt, erinnert mich astrein an die ganzen Tim und Struppi Comics. Und von daher wirklich, kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen, der auf die Optik steht, der kooperative Spiele mag. Das dauert nicht zu lange. Es hat einen extrem hohen Wiederspielreiz, weil die Reihenfolge der Karten natürlich immer komplett anders ist. Man hat immer wieder mit anderen Voraussetzungen zu tun. Und das macht das Spiel wirklich so einzigartig und so speziell. Und wenn man sich hier entsprechend mal anschaut, wie das Ganze gestaltet ist, also mich hat das voll abgeholt und hat mir extrem gut gefallen. Also die Karten, die machen wirklich eine Menge her. Und ja, insgesamt auch, sag ich mal, die Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, ist eigentlich sehr einfach und eingängig und trotzdem ist das Spiel knackig schwer. Also das muss man erstmal hinbekommen. Dafür Respekt, lieber Peer. Ist dir bei dem Spiel super gut gelungen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hat mir auch schon in anderen Besetzungen zu zweit gut Spaß gemacht. Funktioniert auch zu dritt oder zu viert super gut.
einfach ein super Spiel und muss ich wirklich sagen, Hut ab davor, das ist wirklich cool geworden. Ja, vor dem Hintergrund, vielen Dank fürs Zuschauen schon mal auf jeden Fall bei der, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge ist das jetzt wohl, ich glaube die 6. Folge von Der Solist. Bin mal gespannt, ob sich das Spiel noch einer anschaut. So langsam hier und da kommen ja die ersten Podcasts aus dem Boden, die sich allein mit dem Thema Solospiele auch beschäftigen. Schönen Gruß an Solo Manolo an dem Zusammenhang. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald wieder. Bleibt sauber und bis bald. Ciao.